Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von, wie hieß das Format gleich noch? Sinnlos im Wasteland. Ja. Wasteland, genau. Und anhand meines Struggles, was den Titel angeht, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass es eine neue Aufnahmesession ist. Wieder mit dem Brilli und dem Zwiebel. Moin, moin. 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 Wir sind an Tag 7. Gerade ist der Tag angebrochen. Das heißt, jetzt werden wahrscheinlich noch keine krassen Wellen kommen. Aber so im Laufe des Tages müssten dann schon mal die ein oder anderen Zombie-Wellen kommen. Echt? Wir sind hier hart in den Vorbereitungen. Ich bin maßlos überladen. Und ich kann mich erinnern, ich habe das Ziel, so eine Werkbank zu bauen. Damit wir dann, ihr wisst schon. Jetzt. Genau. Ich dachte übrigens, Holz. Diese Wellen... Ich brauche nur noch ein bisschen Holz, dann kann ich die Werkbank bauen. Also ich dachte, diese Zombie-Wellen kommen nur nachts? Weiß es nicht. Würde ich jetzt nicht wetten. Okay. Wie viel Schießpulver haben wir eigentlich? Zu wenig. Schießpulver haben wir 34 nur. Weil aber das kann man ja machen mit Kohle und Nitrat, sobald ich die Werkbank fertig habe. Wie gesagt, dafür fehlen mir noch 5 Holz. Ist die Werkbank... So, bist du sicher mit einer Werkbank? Weil... Ja. Hundertprozentig sicher bin ich. Hier steht aber bei mir keine Bank. Es gibt 2 Schießpulver, wenn ich danach suche. Eins. Achso, du kannst auch ohne herstellen. Stimmt, ja, ja. Und bei einem ist, glaube ich, nicht die Werkbank, sondern eine Chemiebank. Oder weiß ich nicht, wie das heißt, aber das ist keine Werkbank. Ach, du hast recht, genau. Eine Chemiebank? Genau, diese Chemie. Brocke? Das stimmt. Chemie, wie heißt das gleich noch? Chemiestation. Genau. Keine Ahnung. Ja, übrigens, ich habe einen Kommentar bekommen unter meinem letzten Video oder unter einem der... Ich habe viele Kommentare. Ja, pass auf, das ist schön. Und zwar, das Daddeln wir hat geschrieben, dass eben das Essen halt die Ausdauer gibt und je besser man isst und so mehr man isst, also je satter man isst, umso mehr Ausdauer hat man. Aha. Und wenn man R wie Richard drückt bei einer Waffe, die andere Munition auch noch unterstützt, dann kann man, also R gedrückt hält, dann geht so ein Pop-up auf, so ein Ringmenü. Und dann kann man, wenn man andere Munition mit dabei hat, die eben auch in die Waffe laden. Ah, ich sehe es gerade. Hohlspitzgeschoss, Panzerbrechende. Genau. Was muss man zum Beispiel drücken? Bei meiner Flint, bei meiner Armbrust, da haben wir irgendwo so Eisenpfeile rumliegen und die könnte ich damit auch laden. Genau. Ah, cool. Okay. Ja, das Satteln wir, das Sepp ist das. Mit dem habe ich ja Ark gespielt. Ach, der ist das, alles klar. Ja, ja. So, schreibt mir auch immer fleißig Kommentare. Vielen Dank an der Stelle für die Kommentare. Ist sehr gut und hilfreich. Ja, jetzt, das ist in Ordnung. Ja, das ist super. Jetzt mal. Oh, hier sind schon wieder Zombies draußen. Warum haben wir nur so wenig Nitratpulver? Ich dachte, wir hätten voll viel davon. Nee, oh Leute, hier kommen tatsächlich schon welche. Ja? Kommt schon eine kleine Welle? Ja, und ich glaube, die machen uns ein bisschen die Bude kaputt hier. Okay, dann komme ich mal raus. Ich komme auch sofort. Bin mir nicht sicher. Oh, shit, auf jeden Fall, die Stripper sind schon unterwegs hier. Da ist es. Der Tripper ist unterwegs. Ha. Ja. So. Also die hauen hier auf irgendwas ein, die beiden Weiber hier. Auf die Tür, auf die Eisentür schlagen die ein. Ja, aber das finde ich ja nicht so geil. Wo seid denn ihr? Ich stehe oben auf der Brüstung hier. Von hinten den Kopfmäuschen. Ja. Ich dachte, die Eisentür. Vito. Wo müssen denn noch welche? Eine ist umgefallen. Wir müssen die noch verstärken. Hier ist nämlich noch eine ganze Wand nicht aus Stein, die hintere. Naja, dann? Ja gut, aber da muss ich hinten hin Steine holen. Oh, das ist natürlich jetzt mutig, weil hier draußen ist echt was los. Hier ist was los, ja. Alter, bleib da mal stehen, deiner hässlichen Visage. Da sind hier schon wieder 2 an der Tür. Ja. Ich gehe mal beim Zwiebel helfen. Muss jetzt halt dafür Schrot verwenden. Nee. Alter Vater. Ach Scheiße. Was ist denn jetzt? Warum treffe ich nicht? Machst du die Tür vielleicht zu? Oh, da sind ja noch welche. Ich schieße, aber es passiert nichts. Ach, der Gegenstand muss repariert werden, deswegen. Was ist denn nur los? Warum kann ich den nicht reparieren? Oh, jetzt fehlt mir Holz. Oh. Wo kriegst du jetzt fix Holz her? Oh, bei mir auch. Hüstel, Hüstel. Oh, Kacke, meine Armbrust ist kaputt. Das heißt, da brauche ich wieder so ein. Ich gehe mal schnell Steine holen. Dazu, ne? Ja. Gnadenlos die Schrot rausgeholt. Erkennt er nichts?
So, ich brauche Holz. Ich gehe mal fix dahinter Holz holen. Oh Gott. Das hat komisch geschrien. Ja, hier ist eine, die schreit. Es ist so eine Olle wie von The Ring. Was heißt das? Was? Was heißt das? Dass sie lange Haare hat und gruselig aussieht. Ja. Oh, daneben. Bin so übelst überladen. Das ist so ein bisschen gerade das Gefährliche. Oh, fuck. Für alle, die bei mir gucken und nicht wundern, ich bin an meinem Ersatzrechner im Exil aufgrund der Corona-Situation und hab hier nicht so die gute Grafikkarte und so weiter. Deswegen ist etwas... Alter, jetzt habe ich hier so ein... Also hier geht's gerade richtig los, Leute, ja? Ja. Ich komme, sobald ich kann. Ja, ja. Ich versuche jetzt... Alter, der springt hoch! Stein zu holen. Der springt, der Bastard. Die Typen mit der Kapuze können springen. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere 2 hoch Burg reicht. Werden wir sehen. So, jetzt kann ich erstmal schnell den Bogen reparieren. Dann kann ich mit dem Bogen gleich noch ein bisschen was reißen. Oh, hört sich immer gut an. Ja. Kacke. Alter, die springen also eigentlich alle. Eigentlich dürften die nicht über die Zweier. Doch, die springen hoch. Die springen hoch. Alter, jetzt ist hier so eine Olle. Die ist außerdem hässlich. Aber hier drüben ist die Mauer auch eh nicht doppelt hoch. Also die würden hier sowieso drüber kommen, glaube ich. Oh. Oder? Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, also wir brauchen mehr Munition. Ey, man kommt hier mit der Munition gar nicht hin. Ja, die Werkbank ist fertig. Wenn ihr sagt, ihr haltet die in Schach, kann ich die Werkbank aufbauen und Munition herstellen. Ja, mach mal. Okay. Für meine Schrotmunition habe ich mein Zeug da. Kann ich mir, glaube ich, selber herstellen später. Puh, Alter. Weiß noch nicht, ob ich dafür eine Werkbank brauche. Schrot. Munition, ja. Was ist denn das? Nee, das ist aber keine Werkbank. Das ist ein Tisch. Ein Tisch mit was drauf. Was heißt das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist die Werkbank. Nee, aber die Werkbank ist doch die mit dem Hammer drüber. Mit Amboss an Hammer, oder nicht? Weiß es leider nicht. Auf jeden Fall steht sie jetzt. So. Ich glaube, ich kann mir meine Schrot gar nicht herstellen. Hier kann ich jetzt Munition. So. Da brauchen wir Spießpulver. Patronenhülsen. Geschossspitzen. Warum ist denn hier das Loch offen? Achso. Ach ne, es ist ja die Ausgabestätte. So, jetzt. So. Fertige. Maximum fertigen. So. Wie heißt das Ding hier? Stein war mir kalt, jetzt ist mir heiß. Sind wir hier in der Wüste oder was? Aber wir brauchen viel mehr Schießpulver. Wir haben einen richtigen Schießpulvermangel hier. Ich hab nur welches im Inventar, weil ich es gerade hergestellt habe. Okay. Hat noch jemand? Aber das Nitrat, was wir hatten, habe ich komplett in Schießpulver umgewandelt. Achso, und der Sepp hat mir gesagt, dass diese Goldklumpen und Silberklumpen, die wir so gefunden haben, ne? Ja. Die können nichts außer für ganz gut Geld verkauft werden hier beim. Okay. Beim Kaufmensch da. Hat jemand von euch noch Federn am Mann? Ich glaube nicht. Aber hier sind 69 Federn in der zweiten Kiste. Was ist denn jetzt los? 69 übel? Federn warum? In der zweiten Kiste. Gekochtes Fleisch esse ich doch. Oh, keinen Sinn. So. In welcher? In der mittleren Kiste hier? Ja, 69 Blind? Federn sind da drin. Ja, scheinbar. Ja. Die Viecher können durch Wasser gehen, ne? Echt? Ich glaube, der hat's gerade, ist mir gefolgt und ist einfach durchs Wasser gegangen. Jetzt sind es wahrscheinlich diejenigen, die jetzt zugucken, schreien vorm. Ach, hier! Schreien vorm Monitor und sagen: Da sind doch da! Zwiebeln, mach die Klötzen auf, du! Ja, du! So, machen wir mal 40. Ja, machen wir mal. Was braucht man denn eigentlich für. Kann mal jemand sich um was zu essen kümmern? Ich habe nichts mehr und ich muss was essen. Es sind hier 4 Beeren in der einen Kiste und
Ansonsten bist du halt der Koch. Pfeilspitzen, ja, wir müssen aus halt Eisen. Mal jagen gehen. Wann macht man denn Pfeilspitzen aus Eisen? Am heutigen Tag so schlau ist mit dem Jagen gehen. So. Eisen und Lehm. So, also das kann haben wir nicht reinpacken. Eisen und Lehm. So, was machen wir denn eigentlich hier? Haben wir noch Eisen? Also so, das sieht ja, hier Eisen, so aus. Pfeilspitze aus Eisen kannst du einfach in der Schmiede machen. Brauchst du Eisen und Lehm. Ist in der Schmiede ganz viel drin. Okay. Gibt's eine Schmiede, gibt's einen Pfeilsp und kannst es dann herstellen. Ah, es kommt, ist so lächerlich! Ui. So, was bauen wir denn hier noch alles? Was wäre denn eigentlich das nächste so? Die Chemiestation wäre, glaube ich, ganz gut, ne? Da können wir uns dann Dings herstellen, ne? Auch Antibiotika, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht, was da alles drin ist, aber da braucht man Kochtopf, ein brennendes Fass. Brennendes Fass. Messbecher. Messbecher, wie stellen wir den denn her? Oder haben wir da einen gefunden? Ich sehe jetzt da keine Herstellungsmöglichkeit für den Messbecher. Okay. Oh Gott. Also deine Pfeilspitzen, die rattern hier durch. Ja, ja, die habe ich gerade da angestoßen. Jetzt haben wir noch ein Reparaturset. Ja. So, das wollte ich ja hier machen. Schock. Schockstäbe will ich ja bauen. Falls ich mir die Armbrust nochmal reparieren lassen muss. Schockstabteile. Ja, und wie macht man die? Wie macht man denn Schockstabteile? Ja. Eine Feder, alles klar. Eisen. Pfeil. Pfeile. Komisch. Also ich kann einen Schockstab herstellen, brauche dafür aber Schockstabteile. Ich weiß aber nicht, wie ich die herstellen kann. Achso, man kann andere Schockstäbe zu Schockstabteilen zerlegen. Okay. Ah, okay. Alles klar. Das heißt, ich muss also Schockstäbe finden, um Schockstabteile zu bekommen. Alles im Zeichen des Schockstabes, ich verstehe. So, okay. So. Guck ich doch mal in meine persönliche... Tür hier ist weg, ne? Das wisst ihr. Wer ist weg? Die Tür. Welche Tür? Die erste Tür. Auf der Seite, wo alles schon in Stein umgewandelt ist. Da fehlt die Tür. Oh, nice. Okay, ich bringe eine Tür mit. Was liegt denn hier für ein Klumpenhaufen rum? Aber die ist natürlich keine verstärkte Holztür, also keine verstärkte Tür, die ich jetzt mitbringe, sondern nur eine normale Holztür. Ja, weißt du was, dann stellen wir die einfach hin und dann machen wir da noch so eine Teile. Da bauen wir einfach Dinger davor. Hier, guck mal, sowas. Oder wir bauen, hast du noch... halt Eisenteile. Kannst du noch so ein Dings bauen? So ein Holzklotz, also ein Holzblock, den man noch ausbauen kann? Eventuell? Ja. Weil dann könnten wir da nämlich die einfach zumachen, die Tür von innen quasi. Das ist gleich noch irgendwas mit Block, ne? Ja. Holzrahmenblock hier. Und den soll ich jetzt wohin bauen? Warte, ich komm. Einfach, dass die Tür nicht aufgeht, die Tür von innen damit zukleistern. Ja, da springen die ja dann einfach drüber, wenn die Tür kaputt ist. Von innen? Ja. Genau. Nicht? Dass die aber halt ein bisschen länger brauchen, um die aufzuknacken. Weil ich brauche irgendwas zu essen jetzt. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Meinst du? Also vier Beeren sind in dem einen Fach und ansonsten kann ich dir ein Glas Honig geben. Nee. Halt die Klappe, Alexa. Aber ich brauche auch was zu essen, sehe ich gerade. Honig bringt außerdem nicht wirklich Nahrung. Das stimmt. Wie heißen die Teile hier? Bringt das hier Nahrung? Holzstachel. Warum habe ich eigentlich Machetenteile in meinem Inventar? Das ist eine gute Frage. Wir müssen halt was jagen gehen, Leute. Das hilft ja nichts. Sonst überleben wir nicht, weil wir Hunger haben. Ja. Ja.
Bonbon-Dose, wie viel Holz hast du noch? Eier nicht kochen? Ich habe kein Holz. Ich habe jetzt nur 23 Holz im Inventar, weil ich alles Holz in die Kiste gepackt habe. Okay. Lass mal ein paar Sachen noch hier, nicht, dass ich unterwegs. Ist halt die Frage, ob wir diese Türen, diese ja von außen eh einschlagen, ob wir die hier nicht von innen jetzt noch verstärken sollten mit so zwei Holzblöcken. Das bringt nichts. Warum? Du musst die Tür selber verstärken, also du musst die Tür aufwerten. Ja, schon, aber. Weil sie sonst die Tür einfach zerhauen und dann auf den Block einschlagen. Ja, aber dann haben wir doch zumindest noch eine Chance, die dann abzuhalten. Oder nicht? Da springen die einfach drüber, da müsstest du dann zwei Blöcke übereinander machen. Naja. Halt die Tür so verriegeln. Das meinte ich. Aber wenn du meinst, es bringt nichts, dann okay. Ist ja nicht schlimm. Übrigens, Eisenpfeile sind in der rechten von den drei Kisten. Ist alles voller Eisenpfeile. Ja, ich habe jetzt nochmal welche hergestellt mit den Pfeilspitzen, die ich gemacht habe. Glaube ich, nehme jetzt auch lieber gleich mal die Eisenmunition. Es ist so kacke, dass man diese Kiste nicht sortieren kann, echt? Ja, das stimmt. Wenn wir irgendwie unterwegs eine Nitratader finden, dann müssen wir die wirklich auseinandernehmen. Was hast du hier gehabt? Wie viel Eisenpfeile waren da drin, deiner Meinung nach? 18 sind hier drin, aber bin ich gerade drin. In der Kiste. In der anderen waren nämlich nochmal 9 drin. Jetzt habe ich mir die alle unter den Nagel gerissen. Hier sind noch 18 drin. Danke. Was haben wir da? Eine Rohrbombe. Warte mal. Wer macht denn immer die Kisten kaputt? Irgendjemand haut immer. Ja, manchmal hau ich da aus Versehen drauf. Ja, dann reparierst du doch wenigstens wieder. Nur der Eisenpfeil ist für den Bogen. Na, mit deinem Reparaturwerkzeug, mit deinem Allround-Werkzeug einfach wegzukriegen. Kinders, warum hat denn das hier eigentlich noch niemand genutzt? Was denn? Was meinst du denn? Sprich mal einen Satz. Ja, warte. Hier. Weiß ich nicht. Wir haben doch 72 Schuss 9mm Munition. Nimm sie doch, wenn du sie gut findest. Ich wusste nicht, dass wir eine Handfeuerwaffe besitzen. Ja. So. Also wir brauchen wir müssen wirklich los. Wir müssen jagen, wir brauchen Nitrit, wir brauchen Kohle. Nitrat, richtig. Kohle und Kohle habe ich noch hier, 260 im Inventar. Ja, kannst du die einfach in die Werkbank, in die Ausgabe der Werkbank legen? Hier um die Ecke von der Schmiede. Einfach in die Ausgabe legen, dann hat man es immer, wenn man es dann braucht. Und für die Chemiestation würde ich auch das ganze Schießpulver, was ich hier gehortet habe, da reinlegen. Aber ich habe Angst, dass ihr dann nur Patronen für euch baut. Ja, natürlich. Wir sind doch einfach Egoisten. Direkt welche für dich. Bau doch direkt welche für dich. Ich kann keine für mich bauen, dafür brauche ich eine ganz andere Tisch. Achso. Ist ja blöd. Für einen Tisch. Wie heißt deine? Weiß ich nicht. Der Schrot. Oberschrot einfach nur. Oder Schrotflintenpatrone. Doch, das ist in der Werkbank. Du brauchst nur noch Papier. Achso, dafür brauchst du groben Schrot, Schießpulver. Groben Schrot habe ich. Schießpulver und Papier. Genau. Papier ist aber ganz viel in Kisten. Ja, dann stelle ich mir gerade welche her und dann lasse ich euch was übrig und dann könnt ihr euch damit welche herstellen. Ja. Musstet ihr dann einfach ins Inventar nehmen, das Material, und dann ganz normal herstellen, als würdest du nicht an dieser Maschine dastehen. Wie nehme ich denn nochmal Sachen auseinander? Du klickst drauf und dann steht da auseinandernehmen. Da wurde auch reparieren und sowas hast. Brauche ich eine leere Hand für, wa? Ja, das ist halt dumm, ey. Was ist denn dumm? Ich kann halt eine Patrone. Au. Braucht 4 Schießpulver. Also ich kann mir sowieso nur 12 herstellen. Ja, aber 12 ist ja schon mal. Du brauchst halt ganz viel Nitrat. Was mache ich eigentlich hier? Ja. Machst du unser Haus kaputt? Zum Teil, wieso? Nur diese Eisenrohre nehme ich. Nee, ich meine Zwiebel. Achso. Nein, ich mache hier nichts kaputt.
Ich baue nur diese sinnlosen Rohre von unserem Haus ab, um das Eisen abzubauen, um damit die Türen zu verstärken. Ey, hier kommen wir aber jetzt nicht mehr raus. Es macht nichts. Doch, ich will ja hier raus. Warum? Ja, um draußen die Türen zu verstärken. Was ist denn das jetzt? Ich habe uns jetzt hier eingeigelt. Wir müssen aufpassen. Du kannst hier noch rausgehen. Hier, Mene, da musst du aber aufpassen. Ich habe hier auch so Stachelfallen draußen. Da musst du einen weiten Bogen laufen. Oh je. Naja, wir müssen uns ein bisschen schützen hier. Achso. Muss ich durchs Wasser, meinst du? Ja. So, jetzt habe ich Eisen. Jetzt kann ich die Türen erstmal verstärken. Hier sind noch ein paar gekochte Eier im Inventar vom Feuer. Das ist gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde jagen zusammen. Ja, gern. So, also jetzt sind 18 alle Schuss habe ich jetzt insgesamt wieder. Jetzt sind alle Holz. Ey, das ist aber ein bisschen krass hier. Da laufen wir doch ständig rein in die Viecher. Ne, da musst du aufpassen. Ja, ich finde es auch einfach. So günstig. Ja. Macht man was, ist es nicht richtig, macht man. Ich habe hier noch einen Steinpfeil. Willst du einen Steinpfeil? Ein Pfeil oder ein Bolzen? Pfeil, den kann ich. Alter, hier kommt man gar nicht mehr raus. Nee, muss durchs Wasser. Ach, Zwiebel. So, na dann. Was denn? Weißt du, ja, das ist ein bisschen zu krass. Also in der Richtung, wo der Questgeber vom Zwiebel war, da war doch so ein, waren doch so ein paar Rohstoffe auf dem Boden, meine ich. Moment, ich mache jetzt gerade erstmal von außen, haltet mir mal den Rücken frei, unsere Mauer hier komplett aus Stein. Ja, da ist ja nichts mehr, hier ist ja kein... Doch. Im Moment ist keiner hier. Hier ist doch niemand. Ach so, niemand. Ich dachte, du meinst, hier ist kein Holz mehr. Nee, nein, hier ist gerade niemand. Also die Schwachstellen sind halt im Moment die Türen. Yep. Ja. Ich hab's jetzt alles verstärkt mit Eisen. Ja, und halt die Mauer, ne? Muss man halt auch sagen, weil die sind plus zwei hoch und die hüpfen. Dann sollen wir noch eine drüber machen. Ja. Dann müssen wir noch eine drüber machen. Aber da muss ich mal ein bisschen Holz abbauen gehen. Wassersteine habe ich noch ein paar. Ja, also Holz. Ich habe ja hier drüben Bäume gepflanzt. Vielleicht hilft mir einfach jemand beim Holzhacken. Ja, nee, ich mach dann noch weiter Pflastersteine, würde ich sagen. Ja. Ein bisschen was brauchen wir dann wahrscheinlich noch. Oder haben wir noch Blöcke, so Baublöcke in irgendeiner Kiste? Nee. Nee, ich glaube nicht. So, die Mauer ist jetzt einmal auf jeden Fall komplett aus Stein. Okay. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt noch weiter Steine hacken. Lehm haben wir noch genug da, hatte ich gesehen. Oh, ich muss was trinken. Habe ich was mit? Nein, natürlich nicht. So. Kann ich das hier nicht? Hm? Hier ist so ein Holzblock, den ich nicht... So, gleich die Bäume wieder pflanzen, die mal abhacken. Ja, warum kann ich den hier nicht upgraden, diesen Holzblock? Ist der irgendwie anders? Ich weiß nicht, leider nicht, was du meinst. Welchen Holzblock meinst du denn? Da ist ein Holzblock neben der ersten Tür. Direkt neben der Tür der? Was ist, den kannst du nicht upgraden oder wie? Nee. Der ist auch anders als die anderen. Ich weiß nicht, ob das anderes Holz ist, was ich nicht upgraden kann oder was. Da kommt wieder ein Airdrop. Der ist doch noch gar nicht der ist vielleicht noch gar nicht auf maximaler Holzblock-Ausbaustufe. Achso, das kann sein, ja. Hol ich mal noch ein paar Steine. Ach scheiße, ich bin aber ein Dämmlack. Ja, der ist nicht ausgebaut. Türen zumachen. Nee, doch, der ist ausgebaut hier. Ah, nee, den meinst du. Nee, der war noch nicht ausgebaut. So, jetzt ist er. Okay. Hört ihr auch so eine Marschmusik? Ja. Hier sind noch Blöcke. 109, okay. Oder? Nee. Sind das fertige Blöcke hier? Guck mal bitte in der zweiten Kiste. Da ist irgendwas mit 199. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas anderes ist. Komm mir nicht drauf, ohne mich zu verletzen. Ja, nee. Was? Was stell ich immer her, Leute? Beide Kiste. Doch, Pflaster. Doch, das sind 199 Blöcke, richtig.
kann keine herstellen. Oh, jetzt habe ich den Lehm vergessen. Ich hasse mich. Da müssen wir die Treppen aber auch nochmal neu bauen, oder? Ja. Oh Mann, wie heißen diese, heißen die Holzblöcke oder was, diese Konstruktionsteile? Holzrahmenblöcke, die habe ich, ich habe hier 199 im Inventar. Ach so, okay. Das hatte der Brilli ja gerade gesagt, das, das waren tatsächlich 199 Stück in der Kiste. Nicht so viel passt. Kannst du mit dem Holz, was du abgebaut hast, quasi... Dann dabei. Das Lehmzeug da. Boah, Zwiebel. Reiß das hier bitte wieder ab. Bloß weil ihr nicht aufpassen könnt beim Rauslaufen, oder was? Ja, und rein, wie kommt man rein? Ich habe jetzt eins weggemacht, damit ich überhaupt. Das war sehr umständlich alles. Springen, man kann auch springen. Nee, das ist mir zu gefährlich. Außerdem ist doch alles ruhig. Das sind ja nicht mal irgendwelche Zombanden hier. Ja, wart mal die Nacht ab. Also bei 3 Stufen brauchen wir, glaube ich, die Schrägen nicht abbauen und neu, weil dann kannst du einfach hochgehen und hochspringen. Also im Moment können die Aufgänge so bleiben. Ich glaube auch. Errungenschaft freigeschaltet. Henry Ford. Habt ihr das auch? Nee. Was soll das sein? Gemacht? Nichts, bin nur gegangen. Dann bist du wahrscheinlich ein paar Kilometer gelaufen. Wahrscheinlich. Oh Leute, ein bisschen Holz, Hacki, Hacki. Diese Folge ist übrigens schon lange vorbei. Echt? Ich hab leider die Uhr nicht im Blick. 26 Minuten, ja. Dann mach mal einen Break. Okay, dann an der Stelle, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und die zweite Hälfte von Tag 7 dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, wenn wir das dann schaffen. Tschüss. Yeah. Tschüss.